Matthias Lexer, bisher waren Sie der Obmann von der FPÖ-Fraktion und in der heutigen Gemeindevertretungssitzung klang es eigentlich danach, als ob Sie was ganz Neues probieren werden. Stimmt das so? Es ist so, ja. Also es hat sich herauskristallisiert, dass sich unsere Wege trennen, dass die FPÖ eben andere Wege gehen möchte. Für mich eigentlich so gesehen fast ein Glücksfall, weil ich mich mit der Bevölkerung vorher zwar schon zusammen geredet habe, also weil ich sehe, der Weg passt eigentlich nicht mehr so richtig zusammen. Und weil die Bevölkerung auch möchte, dass zumindest der Bürgermeister eine neutrale Person ist, der sich allen Parteien gegenüber auf Äquidistanz befindet, auf gleicher Distanz befindet und ja, wirklich neutral seine Aufgaben ausführen kann und für alle Bürger da ist. Während ja die Parteien in der Regel für ihre Wähler da sein wollen, die natürlich immer gern vermehren möchten, aber das war ein großer Wunsch, der mir entgegengebracht wurde, dass es eben in Hart oder woran es in Hart mangelt. Und es passt zu Weihnachten, dass ich diesen Wunsch Hoffnung verleihen möchte. Es kommt jetzt nur auf die Mitarbeiter Haderinnen und Hader an, dass die das so entsprechend unterstützen und dass wir in diese Richtung eben weiterarbeiten können. Aber ich denke, das wird sich ergeben, weil es eben ein Wunsch aus der Bevölkerung ist. Haderinnen und Hader wollen mitreden, Vorarlbergerinnen und Vorarlberger wollen mitreden. Das sieht man anhand der drei Volksabstimmungen, die es im letzten Jahr gegeben hat oder in diesem Jahr gegeben hat. Und die Bevölkerung hat immer recht, denn sie trägt auch letzten Endes die Konsequenzen für ihre Entscheidungen. Sie zahlen die Steuern, die Steuerlast und sollen auch über ihre Ausgaben entscheiden dürfen, sollen letztendlich die Entscheidungsbefugnis über ihre Entscheidungen, die Konsequenzen ihrer Entscheidungen tragen. Lässt sich das ausgehen? In 3 Monaten haben wir die Wahl, die Gemeinderatswahlen, sagen wir 4 Monate, bis dahin eine Liste aufzustellen oder ist das gar nicht das Ziel? Das Ganze ist natürlich dem Rücktritt des Bürgermeisters geschuldet, der relativ überraschend seinen Rücktritt bekannt gegeben hat. Das hat auch mich sicher auf dem linken Fuß erwischt. Die Zeit ist knapp, wir müssen sie nutzen. Ich denke, wir haben jetzt bis Ende Jänner Zeit, die Liste zu erstellen und ich hoffe, dass das gelingt. Ja.